Lag es am Ende doch an Dieter Bohlens fehlender Unterstützung? Am 27. April holte sich Altenpfleger Darwin Herbrücken bei Deutschland sucht den Superstar ziemlich überraschend den Sieg. Und obwohl seine erste Single The River bereits einen Tag vor dem Finale auf dem Markt war, war die Ausbeute in den Charts bisher ein ziemliches Desaster. Der Song schaffte es gerade mal auf Platz 34 der deutschen Charts. Es ist das schlechteste Ergebnis eines DSDS-Gewinners bisher. Sogar der erfolglose Alfonso Williams, Sieger im Jahr 2017, schrappte wenigstens knapp an den Top 20 vorbei. Doch woran liegt das? Immerhin holte sich Darwin mit GNTM Gerda sogar bekannte und vor allem sexy Unterstützung für sein Video an Bord. Und auf Instagram haben ihn immerhin 134.000 Nutzer abonniert. Doch wie geht es jetzt für den 20-jährigen Darwin weiter? Das fragen sich sicher auch seine Fans, die auf ein Album ihres Lieblings nun sicherlich erstmal warten müssen. Ob es überhaupt eins geben wird, ist nämlich bisher nicht bekannt. Was denkt ihr, warum Darwins Karriere nicht richtig aus dem Quark kommt?